Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich für euch mal wieder im Kufstein unterwegs und nämlich heute im Wellness Schloss Panorama Royal. Ein Hotel mit einem mega Ausblick, wenn nicht so schlechtes Wetter wäre. Aber das alles zeige ich euch in diesem Video. Ja, dieses Hotel glänzt natürlich mit seinem wunderbaren Ausblick und ist natürlich ein Traum hier. Selbst bei diesem schlechten Wetter heute habe ich das Gefühl, dass der Blick unendlich ist. Und das ist natürlich das Schöne, du kannst einfach das Fenster offen lassen. Und die Natur pur ist natürlich bei dir im Zimmer. Und das Zimmer, welches ich jetzt bewohnt habe die Tage, das zeige ich dir. Ist das Zimmer nicht ein Traum? Groß, hell, hoch sogar auch. Also wirklich schön zum Verweilen. Und zum Verweilen lädt auch der Wellnessbereich ein. Ganz besonders hier möchte ich erwähnen, das Schöne ist, dass durch diese kleinen Nischen, die entstehen, tatsächlich man das Gefühl hat, dass man fast alleine wäre. Also ich hatte tatsächlich auch das Glück, dass ich jetzt im Dampfbad oder auch in der Sauna ab und zu mal ganz alleine war. Man hat dann auch noch im textilfreien Bereich einen Whirlpool. Dann hat man unten im normalen Bereich noch einen Außenpool beheizt und unbeheizt und einen Innenpool. Das heißt, auch hier kann man sich schön aus dem Weg gehen und hat sozusagen jede Menge Platz für sich alleine. Aber was dieses Hotel ausmacht, ist mit Sicherheit nicht nur der Wellnessbereich, sondern das Personal. Der Inhaber selbst ist jetzt kein klassischer Hotelier und das merkt man. Hier geht es mehr um den Spirit, mehr um die Gefühlsebene und genauso wird auch das Personal geführt. Hier hat man das Gefühl, dass der Chef immer wieder mal so kleine Instructions gibt, um dem Personal zu helfen, noch besser zu werden. Und das zeigt man hier auch. Die gute Seele im Haus, die Petra, die hier durchs Restaurant tänzelt, die bringt einem richtig gute Laune mit, die hat eine auch so ein bisschen unter Kontrolle, schaut so, was da alles los ist, die merkt sich auch ganz viel. Also hier ist eine ganz andere Service-Ebene als in vielen anderen Häusern, das erwähne ich es auch. Also ich meine, in allen Häusern, wo ich jetzt bis jetzt für euch war, war der Service tipptopp. Aber hier ist es anders, eine ganz andere Gefühlsebene, viel menschlicher, viel persönlicher. Das zeichnet das Hotel sicherlich aus und natürlich auch ein bisschen den esoterischen Spirit, diesen Kraftplatz, den Platz der Liebe, den Weg mit den Edelsteine, wo zum Energiesammeln da ist. Also hier wird nicht nur Wellness gemacht, sondern auch ein bisschen die spirituelle Wellness. Schaut euch das Hotel einfach mal an. Vielleicht ist es was für euch und ich fand den Aufenthalt wirklich sehr angenehm. Leider viel zu kurz, aber so ist es ja immer. Hat euch das Video gefallen? Lasst mir einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Klickt einfach mal rein und wir sehen uns wieder bei einer der nächsten Folge von Monaco Deluxe.